Und damit willkommen zurück. Gehen wir, Rails. So. Und da baut ihr den Fahrstuhl. Captain auf der Brücke. Sir, Admiral Rains ist in der Leitung. Rainman verschwendet keine Zeit. What? Auf den Schirm. Brücke versiegelt. Captain Reyes, tut verdammt gut, Sie zu sehen. Zunächst einmal, ich habe eine geheime Einsatzbesprechung für Sie. Wir sprechen in Ihrem Büro weiter. Ja, Sir. Komm, leiten Sie den Admiral ins Einsatzbüro des Captains um. Okay, verbinde jetzt. So, das haben wir ja schon letzte Folge gesehen, aber wir müssen es leider nochmal machen. Was gibt es, Admiral? Es gibt Neuigkeiten zum Saboteur der Artis-Geschütze. Unser Team hat eine forensische Bewertung der als RIA bekannten STF-Quelle abgeschlossen. Beim Gefangenen wurde ein implantiertes Gerät entdeckt. Ein Transponder. Er sendet jetzt gerade. Welche Meldung sendet er? Wir arbeiten noch dran. Bis dahin hat Lieutenant Salt Informationen über alles, um das sie sich kümmern müssen. Der Krieg geht weiter, Captain Reyes. Niederlage ist keine Option. Reins Ende. Sichere Verbindung wurde getrennt, Sir. Danke, komm. Genauere Berichte sind über dein Terminal verfügbar, Reyes. Oder wir wählen unsere nächste Mission. Retribution an Tigris, bitte melden. Legen Sie los, Retribution. Captain Farron, die Retribution wurde von der Olympus über Titan angegriffen. Commander Reyes Jackal wurde getroffen. Ethan war an Bord. Sie sind abgesprungen. Er forderte 141 aus dem Kampfgebiet an. Dann fiel die Steuerung der Retribution aus. Wir ließen ihn zurück. Ohne Waffen, ohne Deckung. Tut mir leid, Lieutenant. Sie hatten Ihre Befehle. Jetzt auch noch. Ich habe Stratcom um ein Rettungsteam gebeten. Admiral Rains lehnt es ab. Zu großes Risiko. Was brauchen Sie von mir, Lieutenant? Rains hat mir verboten, Einheiten zu schicken. Aber Ihnen nicht. Finden Sie ihn, Farron. Ich kenne den treuen Bastard seit 10 Jahren. Er hat mir immer wieder den Arsch gerettet. Ich schaffe das nicht ohne ihn. Oh doch, Lieutenant. Will ich aber nicht. Ich auch nicht. Rein statistisch gesehen ist es ein Fehler, ihn zu suchen. Aber wir haben heute 19 Kommandanten verloren. Und das sind genug. Schicken Sie mir seine letzten Koordinaten, dann sehen wir, was wir tun können. Halten wir das verdeckt. Ich schicke Ihnen einen Bericht. Ende. Ja, das war der Funkspruch, wo wir dann gerettet wurden. Die Kämpfe auf der Mondoberfläche endeten, als Sato-Truppen den Mondportalhafen von der SDF zurückeroberten. Der Hafenkomplex ist das primäre Fracht-, Handels- und Passagierterminal der Erde. Eine Kooperation der Portal-Küstenwacht-Verteidigungstruppen und Spezialeinsatzkräften wie dem Elite-Scar-Team der Marine und den Unser Marines hat die SDF zum Rückzug gezwungen. Für die Medienvertreter. Die Einsatzkarte wurde für Sie aktualisiert, Commander. Die Tigris startet, Sir. Guten Flug, Farron. Sichere Reise. Ihnen ebenso, Captain Reyes. Es gibt eine neue Stratcom-Mission in der Nähe des Merkurs. Eine weitere Luftkampfmission ist ebenfalls verfügbar. Ich erkläre dir die Lage. Das ist Vesta 3, eine Minenkolonie, die uns alle nötigen Rohstoffe zum Wiederaufbau der Flotte liefert. Die Lieferung heute ist noch im Hafen. Gegen 1800 brach der Kontakt zu Vesta ab. Die Wiederherstellung war bisher nicht möglich. Wie sieht's mit der Sicherheit aus? Mechanisch. Bots bewachen die Einrichtung. Wir sollen herausfinden, was passiert ist, und es dem Admiral melden. Sonderaufklärung. Er gibt uns erstmal was Leichtes. Das weiß ich nicht.
Was haben wir? Bester 30, wo er sein sollte. Orbitaler Pfad weicht vom natürlichen Kurs ab. Hier ist eine Strahlungsspur. Wo führt sie hin? Richtung Sonne, Ma'am. Wie nah? Knapp außerhalb der Operationsgrenze, Captain. Hält die Ausrüstung das aus? Wenn die Höhlenbruchreparaturen halten, krieg ich's hin. Versuchen wir's, Captain. Ihr habt's gehört. Springen wir. Alle Mann, Sprungstation. Kollisionsalarm aktiv. Antrieb in Ordnung. Schiff ist bereit. Alles klar. Und los, Gator. Sprung in 3, 2, 1. Yeah. Status? Hüllenstabilität niedrig. Sie wird halten. Strahlung nimmt zu. Auf Kurs bleiben. Jetzt kommt der Sprung. Eintritt in 3, 2, 1. UV-Filter, polarisiert das Glas. Roger. Fehlertoleranz 0,01. Guter Sprung. Großer Asteroid, Gator. Wir hatten einen Abfangkurs gesetzt. Vesta 3 müsste da sein. Bestätigt. Vesta 3 direkt beim Bug. Geschwindigkeit anpassen. Wir folgen ihm. Spitze geflogen, Gator. Gute Arbeit von allen. Rhodes, Omar soll das Team auf dem Flugdeck versammeln. Gator, Raven bereit machen. Sie haben die Brücke. Salt, du kommst mit mir. Klar. Geil, die Sonne sieht so mega aus. Alles klar. Wie fühlst du dich, Raider? Was sind die offiziellen Zahlen, Salt? Welche? Der Olympus-Angriff. Wie viele sind gestorben? 16. Du hast Mac gehört. Es ist nicht leicht. Wann die Arbeit hält. Hält. Und wie sieht's aus? Captain, Mac ist vorhin mal hier vorbeigekommen. Sie arbeitet an einem Geschenk für Sie beide. Okay. Ich habe Ihre Rüstung gleich hier drüben, Sir. Vorsicht. Ata, automatische Anvisierdrohne, viertes Modell. Feuert auf, was Sie feuern. Mac ist in Ihrem Element. Danke, Chief. Auf Vesta gibt es nur enge Winkel und raues Gelände. Ich habe ein paar von Macs neuen Atas, um die Lücke zu schließen. Zusätzlicher Schutz ist immer gut. Arbeiterbots helfen beim Asteroidenabbau, könnte nützlich sein. Dann nehmen wir die mit. So ist das richtig, Sir. So weit vom Kurs ab. Holen wir uns die Antwort. Wir sind keine Raketenforscher. Wollen wir den Chief holen? Lieber nicht. Boss! Was ist ein Kampfpilot in einem Regenschauer? Was denn? Kurz Trock. Weise Worte, Lieutenant. Ihr Raven ist in Rampe 2. Der Staff Sergeant und seine Männer warten auf Sie und den Captain. Danke, Boss. Die Tauschkörper schrotten ihre Avionik. Kommen Sie bloß in einem Stück zurück. Wird gemacht, Boss. Das kann man ein bisschen nochmal angucken, ey. Hey, hey! Das ist nicht lustig, Mann. Geil. Alles unter Kontrolle hier, Sir. Okay, jetzt wollen wir mal sehen. Rühren. Kashima, Sie sind mein Kumpel. Newman, Kampf verloren. Ja, geht es Ihnen gut? Noch stehe ich, Staff Sergeant. So muss es sein. Und Ethan? Mac macht den Kampf bereit. Sehr Bastard. Das ist unser Fenster, Raider. Komm rauf. Wir sind genau am Ziel. Lieutenant Salter, grünes Licht. Schub in 3, 2, 1.
Landung erfolgreich. Scan-Reichweite in 30. Überprüf alle Frequenzen auf Notrufsignale. Verstanden. Funk an. Kein Marine bei dem Tagstern je so nah, das ist sicher. Ei, hören Sie das, Lieutenant? Wir brechen hier einen Rekord. Mund halten, Kasch. Das ist ein Befehl. Die Rotation des Asteroiden schwankt. Eine Minute ungefähr. Das ist 100-mal mehr als normal. Sehen wir uns die Tagseite an. Alter. 900 Grad in der Sonne? Heilige Scheiße. Bring uns in Deckungshaut. Roger. Niemand hätte das überlebt. Das wissen wir nicht. Die Anlage ist Schrott. Zur Basis zurück und Rains Bericht erstatten. Wir sollten einen Landeplatz finden. Das ist nicht ratsam. Staff Sergeant. Sie wählen die Mission, Captain. Nicht andersherum. Wir gehen da runter. Suchen und retten. Aye, Sir. Da vorne ist ein Hangar. Da können wir landen, im Schatten der Sonne. Okay. Roger, Landeanflug. Schubrüstung, los! Tragen wir die Überlebenden, Captain. Mir nach, zuhören! Wir dürfen uns unter keinen Umständen verlieren. Zusammenbleiben und die Sonne meiden. Verstanden! Finden wir die Zivilisten, tot oder lebendig? Los hier! Komm mal los. Los, los! Es muss alles sicher sein! Lampmann! Okay. Okay. Genau hier. Das ist unser Eintrittspunkt. Heilige Scheiße. Die Station bekommt nur Strom, wenn es hell ist. Die Generatoren sind sicher. Das Licht darf uns nicht treffen. Ja, der nächste Zyklus beginnt jede Sekunde. Wir müssen im Schatten bleiben, wir haben keine Wahl. Sauter hat recht. Die Solarpaneele geben uns die Deckung, die wir brauchen. Das ist unser Fenster. Breit machen. Jetzt! Los! Das war knapp. Wir haben keinen Kashima. Die Generatoren kochen und behalten keine Lage. Der Strom kommt und geht mit dem Licht. Bleiben wir konzentriert. Nutzen wir es aus. Total irre. Hört ihr das, Leute? Ich habe unsere Signalquelle. Den hat's wohl draußen erwischt. Der kehrt es mal gut durch. Ich sehe ein großes Gebäude. Wir müssen nur für diese Luftschleuse. Die Sonne geht unter. Beeilung. Wow. Na los, Corporal. Und los, jetzt! Ja, wie das hier glüht. Komm schon. Noch rein, Bewegung! Na los, Raider, Tempo! Oh. Alter. Er ist ja gegart. Luftschleusen auf Reserve. Wird im Notfall ausgelöst. Tja, das hier ist wohl ein Notfall. Machen wir weiter. Nach Ihnen, Captain. Hört ihr das, Leute? Er läuft irgendwo, muss er weg. Heilige. Sieht nach einem Beben oder so aus. Um hier alles aus dem Orbit zu kicken, braucht's schon mehr. Alle Mann verteilen, mal sehen, was wir finden. Truppenquartier. Was gefunden? Keine Crew.
Was denn für ein Foto? Eine Riesenkakerlacke. Achso, die hat's auf dem Arm. In die Toiletten, duschen. Oh Scheiße. Hey, ich hab hier was. Unterwegs. Ob's einen Schusswechsel gab? Sieht so aus. Das Schwein. Hey Ray, sieh dir das mal an. Wir kamen wohl nicht so gut miteinander aus. Vielleicht hatte Ethan recht. Damit wir sie abtrünnig werden? Ihre Sicherheitsboards haben sie angegriffen. Können sie das überhaupt? Zusammenbleiben. Atemmasken. Von diesem Punkt aus suchen wir nach Überlebenden. Mir nach! Ich bin da, Fever. Gebe Deckung. Arbeit, Herr Drohn. Unbewaffnet. Warum bewegen die sich so? Da ist Blut an den Wänden. Sieht nicht gut aus, wenn die sich so bewegen. Ein toter Zivilist. Noch einer? Sieht nach Genickbruch aus. Sind Sie verletzt, Lieutenant? Alles gut, Kash. Hängen die Drohnen am Stromnetz. Genau, Ma'am. Öffnen wir diese Tür, Reyes. Ob noch jemand am Leben ist? Hoffen wir es. Wir finden sie, Captain. Haben wir Wachbots auf Feldbahn. Strom ist an, die sind aktiv. Was zur Hölle, Mann? Warum schießt unsere Technologie ab uns? Ja, das wüsste ich auch gern. Kontakt! Krabbler, unter der Tür! Die Sonne, ey. Wie sich das hier dreht, da kriegst du den Drehwurm. So schnell dreht sich das so, ey. Boah. Es muss eine Zentralstation oder ein Hauptquartier geben. Irgendwas mit Zugang zum Überwachungssystem. Sehr gut, Marine. Mit Kameras könnten wir unser Personal finden. Waffen und Munition! Los, bedient euch! Achtung, Sato, rote Lichter voraus! Könnte das Kommandozentrum sein. Auf Schatten warten! Da! Linke Seite! Wir sind noch viel mehr! Die Nacht kommt, konzentriert sein! Guter Zug, Raider! Alles dunkel! Los, jetzt!
wissen. Super, einen Kinesen. Zum Kontrollraum geht's hier lang. Mist, das Ding ist verriegelt. Verdammt! Ich will nicht so enden wie der. Wir können nicht von der anderen Seite angehen. Verstanden. Und los, Ray. Achtung, der Commander setzt das Gerät beim Fluss ein und bleibt in der Nähe wegen der Signalverbindung. Taktikus zu Ende! In Deckung bleiben! Wo sind sie? Na, Landegebiet über den Minen. Du hattest recht, Captain. Salt, zurück zu Raven 1 und für Evakuierung bereit machen. Okay, ich erstatte der Red einen Lagebericht. Gut, hergehört. Wir schaffen diese Leute hier raus. Die Mine ist genau vor uns. Geradeaus, gehen wir. Starstar, check! Okay, für die gibt's keine Muni. Angriff. Feindliche Maschine gesichtet. Feindliche Maschine gesichtet. Hat Feinde an. C6! Auf dem Steg! 11 Uhr! Thank you.
die denn jetzt her? Dumm. Wir müssen rüberspringen. Schau nicht runter, Kaufmann. Ich wusste, dass jetzt sein. Fever, Raider, sind auf Position. Wie ist der Status? Auf und davon. Kontakt mit Retribution gescheitert. Solareruptionen stören das Netz. Die haben noch nicht bemerkt, dass wir hier sind. Feuerdisziplin wahren. Wir wollen keine Unfälle. Formieren. Ich bin Commander Nick Reyes. Wir werden Sie retten. Oh, Gott sei Dank. Bringen Sie uns hier raus? Ein Transporter wartet für die Evakuierung. Ma'am, was ist hier passiert? Die Kameras haben das erfasst. Ein SDF-Schiff kam wie aus dem Nichts, hat das Feuer eröffnet und den Asteroiden aus der Bahn geworfen. Die Olympus war hier, Captain. Unsere Mechs haben uns angegriffen. Das war kein Unfall. Die SDF muss die Programmierung gehackt haben. Gab es noch weitere Überlebende? Wir waren noch mehr, aber die anderen sind weg. Dann gibt es nur noch sie. Der Landeplatz ist da draußen, geschützt von einem Hitzeschild. Das Material hier ist hochexplosiv. Verstanden. Also los. Wenn Sie den Weg zum Landeplatz freimachen, kommen die Bots hier rein. Wollen Sie hier weg oder nicht? Holen Sie Ihre Leute. Wir werden zum Transporter rennen müssen. Ich bringe Sie zum Schalter, Captain. Aber mehr nicht. Fever! Raider richtet eine Landezone für die Zivilisten ein. Achtung, es wird heiß. Verstanden, ich bin in Position. Okay. Dieser Hebel öffnet die Rolle. Hoffentlich wissen Sie, was Sie tun. Bereit, wenn Sie sind, Commander. Nie mit. Landezone offen, Fever. Nutze den Schatten. Du auf, Raider. Marines, schützt eure Leute. Feuern sobald bereit. Wehrt sie ab. Wir evakuieren im Nachtzyklus. Feinde, wir haben Besuch. Feindkörper! Müssen sie ihn holen. Moment! Oh, shit. Wir warten noch auf Omar! Wir müssen los, das Leute! Ich schaffe es nicht! Lass sie mich hier! Mach ich nicht! Hier ist die Mission! Weg hier! Nein, stopp! Sorter, stopp! Das ist ein Befehl! Sergeant! 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 Halt!
sie schon an! Los, umdrehen! Zurück! Sergeant! Er ist da unten fort! Sofort umdrehen! Er ist tot, Sir! Wir haben ihn zurückgelassen! Sie konnten nichts tun, Captain! Du hattest einen direkten Befehl! Ich bin die Pilotin des Schiffs. Es ist meine Pflicht, uns heil zurückzubringen! Wir heben auf meinen Befehl hinab! Wir hätten erst gar nicht da unten sein sollen! Das entscheide ich! Die Mission geht vor. Omars Worte, nicht meine. Ich bring meine Leute heim, Sort. Wir beide! Captain! Er ging freiwillig! Er musste nicht, Corporal. Zwei Sekunden, Sort. Er hätte nur zwei Sekunden gebraucht. Die zwei Sekunden habe ich zum Abheben gebraucht. Und er nicht gewesen wäre. Was soll das heißen? Hättest du mich auch da gelassen? Ich weiß nicht. Doch, tust du. Zögern heißt ein Loch im Schädel, Reyes. Wir beide wissen das. Es ging einfach nur so. Es geht immer auch anders. Nicht immer. Seit wann? Seit du der Captain bist. Rück an, Rave. Legen Sie los, Gator. Uns liegt ein Notfallbericht vor, Captain. Wann sind Sie da? Wir kommen jetzt rein. Sie werden sofort auf der Brücke gebraucht. Roger, wir haben Zivilisten an Bord. Verstanden. Bereiten hier alles vor. Ende. Dieser Tag ist noch nicht zu Ende. Wir sollten den Feind bekämpfen. Und nicht uns gegenseitig. Grünes Licht für alles, was nötig ist. Tut mir leid mit Omar Reyes. Mir auch, Salt. Lieutenant Salter? Ja, da haben wir einen Kameraden verloren. Wir übernehmen das, Sir. Kommen Sie später auf die Brücke, Corporal. Ja, Sir. Captain, hier entlang, bitte. Bitte um Lagebericht. Was ist passiert? Ein Notsignal von Farron. Sollte auf ihrem Hut sein. Werden angegriffen. Von der Olympus-Box. Tigris wird angegriffen. Haben wir Kontakt zu Farron? Sonneneruptionen stören uns. Aether versucht, ihre Position zu bestimmen. Gab es Probleme mit der Aufklärung, Sir? Wir haben da draußen Leben gerettet, Ethan. Aber es gab ein paar Probleme. Was für Probleme, Ma'am? Star Sergeant Omar hat's nicht geschafft, Ethan. Tut mir leid, das zu hören, Sir. Gator, ich hab den Captain. Wir kommen jetzt rein. Brücke verriegeln. Aye, Sir. Signal der Tigris lokalisiert. Sprung zu der Position vorbereiten. Springen, wenn bereit. Aye, Sir. Lieutenant Salter, Jackals in Alarmbereitschaft. Ravens für Überlebende bereithalten. Reyes, ich rechne nicht. Salt, tu's einfach. Ja, Sir. Captain, der Com-Offizier sagt, Sie haben eine Prioritätsnachricht vom Admiral in Ihrem Büro. Lieutenant Salter hat die Brücke. Geheimer Bericht über den Kriegsgefangenen aus Genf. Identifizieren Sie sich. Commander Nick Reyes. 3, 2, 1. Wir glauben, Rias Mission war, sich zusammen mit Artis zu zerstören. Sein implantierter Transponder wäre zerstört worden und das fehlende Signal hätte die Feindflotte angreifen lassen. Stratcom kann nur vermuten, dass eine Invasion folgen sollte. Wir müssen darauf reagieren, Captain. Machen Sie es zu Ihrer Sache. Reyes, Ende. Captain, das Schiff ist in Position. Wir sollten sie da rausbringen. Na gut. So. Alter Falter. So, bring sofort ein Bergungsteam da raus. Da draußen ist niemand, Reyes.
Gator, Info ans Flugdeck. Ich gehe selber raus. Ich begleite Sie, Sir. Captain, es gibt absolut keine Lebenszeichen. Ein Totalverlust, Sir. Eine Signalboje. Sie ist nah. Ich hab sie. Durchstellen. Ja, Sir. Hier spricht Admiral Salen Koch von der Olympus Mons. Das unser Schiff Tigris liegt in Trümmern. Es gibt keine Ruhe für die Gegner der Front. Ich spreche nun zur Retribution. Wir werden sie innerhalb und außerhalb ihrer verblassenden Welt bekämpfen. Ihre Städte werden sich ergeben, zerbrochen und schwach. Wir werden nicht scheitern. Mars in Eternum. Das war eine Falle auf Vesta. Die Tigris oder die Red mussten reagieren. Es war ein Hinterhalt. Corporal Brooks hat recht, Captain. Brooks ist kein Corporal mehr. Sie sind jetzt Sergeant. Sie sind der Kommandant der Marines auf diesem Schiff. Eine Ehre, Sir. Kontaktieren wir Admiral Rains jetzt, Commander? Nein. Staff Sergeant Omar sagte, man muss die Mission wählen, nicht umgekehrt. Und genau das machen wir. Also los. Ethan, aufzeichnen. Roger. Stratcom schickt uns vor. Uns erwischt es. Dieses Mal die Tigris, nächstes Mal die Red. Respekt vor dem Admiral, aber wir machen die Arbeit. Hissen wir die schwarze Flagge und knöpfen sie uns vor. Recht so, Captain. Die SDF schützt alle möglichen Ziele. Da draußen. Wir werden das Blatt wenden. Wir legen zu Hause selbst einen Hinterhalt. Die Erde, Sir? Wir locken die Olympus nach Genf und schalten sie aus. Das ist mal ein Plan. Darf ich fragen, wie, Captain? Wir haben einen SDF-Transponder. Er wurde dem Agenten implantiert, der Artis in Genf ausgeschaltet hat. Es war eine Selbstmordmission. Er hätte beim Tod des Agenten aufgehört zu senden. Wir hätten unsere Geschütze verloren und Sie Ihr Transponder-Signal. Und das führt zum Angriffsbefehl. Die Flotte würde sofort angreifen. Einwendung. Die Geschütze sind aber noch da, Sir. Das muss die SDF ja nicht wissen. Wir werden Sie überraschen. Artis greift die Flotte an. Eine Täuschung. Wir richten an und Sie kommen zum Essen. Und die Retribution? Die nehmen wir aus dem Spiel. Hat genug gelitten. Lichtschlucht, weit außerhalb der Atmosphäre. Die Reaktionszeit aus der Entfernung wäre erheblich. Wir könnten nicht helfen. Ein Sprung in die Atmosphäre wäre katastrophal. Allein die Druckwelle wäre vernichtend. Hoffentlich kommt's nicht dazu. Ethan, Taktik auf die Karte, Bericht vorbereiten und direkt an Stratcom schicken. Ja, Sir. Das könnte das Blatt im Krieg wenden, Captain. Ich zähle darauf, Brooks. Bereiten Sie Ihre Leute für den Einsatz vor. Yes. Mac, sorgen Sie für genug Energie. Captain, ich will dieses Schiff, Reyes. Holen wir es uns, Salt. Bereit, Captain. Ich erwarte Ihren Befehl. Alles klar, das machen wir gleich in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, ciao.